Hallo Leute, wir spielen eine Runde FIFA. Mal wieder? Ja. Pro Nach Club. 100 Jahren. Pro Club Seasons. Ja, weil die Bundesliga noch nicht angefangen hat, aber nächste Woche gibt es dann, wie eigentlich gewohnt, wenn wir es nicht gerade wieder vergessen oder keinen Bock haben, weil es FIFA ansagt, die Orakel-Videos, ja. Wir haben jetzt super Pass, muss man zugeben. Wir haben jetzt beschlossen, wir machen das jetzt diese zweite Hälfte der Saison mal kontinuierlich durch, ohne den ganzen Bullshit. Deswegen ja, natürlich geht der, wenn der Ball 10 cm neben ihn kommt, nicht an den Ball ran. Tja, Lars, das ist FIFA. Und das sind wir eigentlich gewohnt. Also ich weiß gar nicht, was du dich so aufregst. Krieg mich immer auf. Ich weiß. Wieso Alter. Spielt denn da oben dieser Kleine? Wieso spielt man uns als Stürmer dieser Kleine Furz da? Ja, das bist du. Nein, der andere Kleine. Der ist doch gar nicht kleiner. Oh, so, da ist Moritz schon mal. Ach, wie geil, ich hab jetzt 10-0 an Bewertung, weil ich einen Ball gefangen habe. Im Moment bester Spieler, hat eine Aktion geklärt. Gehst du mal an den Ball? Junge. Jetzt habe ich noch 6,2, das ist doch gut. Jo, super. Oh, ich fresse jetzt. Ach nein, ich darf ja nicht mehr fressen. Weil irgendwer gesagt hat, das ist voll nicht cool, wenn du während der Aufnahme isst. Ja, höre ich halt auf, fresse ich halt zwischen den Aufnahmen. Ich weiß aber, glaube ich auch, wer das gesagt hat. Hä? Wer denn? Du? Nein, ich habe das nicht gesagt. Du hast ja nicht meinen YouTube-Account. Ja, weil es mir auch scheiße am Arsch vorbeigeht, ob du in deiner Aufnahme frisst oder nicht. Ja, deswegen ja. Du frisst ja auch. Nö, ich fresse nicht. Ja, ich ja. Sippel höchstens. Ja, ja los, ja. Schieß! Oh. Alter, da hätte jetzt dein Zwerg dahin gewusst, ne? Der wäre schnell genug gewesen. Der hätte ihn sogar noch mit dem Kopfball-Duell den Torwart müssen. Ja, sicher. Ja, Sigi. Mach... Ja, super. Kannst nicht immer alles im Alleingang machen. Bist so egoistisch. Oh ne, das war schlecht. Ja! Elfmeter! Geil! Ja. Geil! Alter, wenn du den jetzt nicht machst... Alter, ich schwöre, du kriegst so derbe auf die Fresse. Bitte. Ich komm bei dir vorbei. Bam! Elfmeter-Tor, da was sagst du? Dein erstes? Ja, ich hätte den ja gehabt, ne? Also als Torwart. Ja, sicher. Ja, der Trick ist eigentlich, dass du später losspringen musst, als der schießt. Weil du hast noch richtig, also wenn du recht schnell reagieren kannst, hast du richtig viel Zeit eigentlich. Weil wenn der schießt und der Ball angefangen hat, sich sozusagen zu bewegen, du siehst ja schon grob die Richtung, dann kannst du da hinspringen. Scheiße. So, Moritz, ich stehe wieder bei dir am Pfosten hier, ne? Ja. Schönes Ding. Ja, ich bin... Achso. Ja, sorry. Ich hab einfach nach vorne geguckt erstmal. Auf Verdacht. Los, geh. LOL, Abseits oder was? Nicht, der war nicht. Deine Mom, Junge. Ja, LOL. Sicher! Alter, die Linie ist aufeinander, das ist gleiche Höhe. Ey, das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits und das heißt immer Zweifel für den Angreifer. Fick dich, FIFA. Das waren vielleicht 2 Millimeter. So genau kann kein Schiedsrichter gucken. Weißt du noch letztens, als wir zusammen gespielt haben und die Linien, also die Linie, die den Spieler von uns anzeigte, war plötzlich hinter der anderen Linie und es war trotzdem abseits. Ja, FIFA hat realistisch auch diese Fehlentscheidungen eingebaut, die einen natürlich niemals aufregen oder so. Nee, weil die ja nicht haben, scheiße. Gelb. Das immer nur bei uns passiert. Für uns? Nee, für die. Einmal applaudiert. Alter, der sieht auch schon so aus, als würde er gleich einen umgrätschen. Wir kommen ganz rechts außen. Hier, passt zu mir. Passt zum Torwart, wie sich das gehört. Du geiles Schnittchen. Oh, schade. Ganz toll. Ganz toll. Ja, super. Deine bist du, Mom, ey. Alter. Ich glaube, das ist ein Spieler, oder was? Nee. Das ist ein Spieler. Ja, logisch. Alter, der Typ, der gelb gekriegt hat, ist der Spieler? Ja, natürlich. Ein anderer kann ja auch nicht gelb kriegen. LOL! Alter! Boah, Alter, hattest du da Schwein. Ich hab deine 10er-Bewertung dafür bekommen, dass ich den Ball ein bisschen abgefälscht habe. Jetzt durchsprinten, oder was? Ja, hab ich gehört. Aber pass auf, da kommt so eine geile... Aufpassen in der Mitte! Flank! Schade. Oh, geil. Haben wir eigentlich ein Tor an die, ne? Ja. Oh, doch, LOL! Mein Elfmeter. Ach ja, genau, der Elfmeter.
Moritz, ey. Gehirn ja, wie so ein Elefant. Dass du es geschafft hast, einen Elfmeter reinzukriegen. Oh, erstmal das Mikro wieder ausrichten. Ja. Ich hoffe, dass ihr mich auch laut und deutlich hört. Also beim letzten FIFA-Video war mein Sound ja ziemlich für den Arsch. Wie gesagt, Gammel-Mikro, jetzt geiles G35 von Logitech. Schönes Gaming-Headset. Geht da dran, das Junge! Ja, gut so. Oh, lol, die grätschen da erstmal alle rein. Ja. Och, lol. Russen-Style, ne? Ja, natürlich, wie denn sonst auch. Ja. Und wie gesagt, was hab ich zu dir geschrieben? Genau, ich habe Lars versucht zu überreden, dass wir mal wieder FIFA spielen, habe ich ihm geschrieben. Na, wieder Bock, zwei Deutsche gegen ganz Russland. Wie das bei FIFA nun mal so ist, in unserer Billigliga sind wieder nur Russen. Ich wette ja auch in der besten. Ja, das war richtig nice. Ja, haben wir die nicht sogar gezogen? Ja, in der Spiellobby. Wir sind da, suchen gerade Trikots aus. Moritz und ich labern miteinander, die hatten uns nicht stumm geschaltet. Auf einmal, wir hatten die auch noch nicht stumm. Oh, auch wieder so eine geile Abseitssituation, wo man natürlich sofort sieht, dass sie im Abseits steht. Und wir hatten ja auch noch nicht auf stumm und dann sagen die, ach wie cool, das sind ja auch Deutsche. Ja, dann haben wir mit denen erstmal so die typischen Nazi-Witze gemacht, wie man das halt macht. Nein, Scherz. Wir haben uns halt megamäßig gefreut, dass wir auch mal einen Gegner haben, den wir auch verstehen können. Ja, wir haben voll die Russen runtergemacht, alle. Ja. Und dann sind die sogar 1-0 in Führung gegangen, aber wir haben die noch 2-1 gezogen. Das fand ich richtig nice. Geh doch den Ball dran, Junge. Nö, zu faul. Ach, da stehst du. Ich sehe dich immer nicht. Deswegen kriegst du auch nie den Ball, wenn ich eine Flanke mache, einen Abstoß. Nice, Mann. Geil. Erstmal zwei Spieler, die da vorbeilaufen. Schönes Ding. Geht doch. Flank. Oh. Alter, deine Mom, Junge. Wieso kriegst du den... Nein, nicht draufziehen. Oh. Na egal. Pass doch vorher nochmal. Der meinte auch wieder, aus 100.000 Meter kann man treffen. Ich muss mir wieder den Ball snippen. Ja, weil ich jetzt gleich eine Flanke mache. Aber nicht jetzt, sondern... Jetzt. Ich sag doch, das ist geil. Und 4 Torvorlagen habe ich schon gemacht, ja? Oh, nice, ja. 43. Minute, ey, Baldwin. Mit der Nummer 28 in unserem geilen Hugo-Schlitten-Kostüm. Oh ja. Alter. Und weißt du was, Moritz? Ich habe jetzt früher Flanke freigeschaltet. Dann mache ich noch mehr Torvorlagen. Aber geil. Ja, ich skill irgendwann meinen Schuss so weiter, dass ich mit meinem Torwart einen Elfmeter hinkriege. Ändere ich den irgendwann um in Stürmer und dann spiele ich die ganze Zeit auf Elfmeter. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Das ist... Alter, das ist mein Ball, du bitte. Alter, bitte. Schönes Ding. Ja, oh. Ja, super. Anstatt, dass er weiterläuft. Nein. Ich muss gegen den Spieler gegenlaufen, damit ich den Ball verliere. Oha. Geh da dran, geh da dran! Oh, Alter, alle stehen da nur so, auch mal gucken, was er macht. Ach lol, da kommt ein Ball. Ach lol, ja, geh ich mal weg. Nö, das, nicht, dass man da dran geht, der hätte den locker reinmachen. Hier, siehst du mich, Moritz? Wo bist du? Ach, da hinten. Ja klar, sehe ich dich. Sigi. Das war mein Kopfball. Lol. So weit kommt er bei deinem? Ja, Sichi. Sichi? Das heißt Sigi. Nach unserem alten Siegellehrer, ne? Der war sowieso der Beste. Wo spielt der denn an dieser Stelle ein fettes Lob an unseren Deutsch- und Wertonormenlehrer, den wir mal hatten. Herr Siegel, du bist einfach cool. Ja. Wir sagen jetzt nicht, was er mit uns gerne immer geguckt hätte für Filmchen, aber... Ja. Und... Ja, wir haben schon echt coolen Unterricht mit ihm gemacht. Wir waren zwar alle Hammer scheiße danach in dem Fach, aber trotzdem, es war witzig. War schon eine coole Zeit. Ja, aber naja, gut, was soll man machen, ne? Ja, jetzt chillt er so ein bisschen bei sich zu Hause auf der Couch rum. Ja, renn noch mit ins Aus. Aus mit dem Ball. Wo spielst du denn hin, Junge? Zu dem. Der will auch mal einen Ball bekommen. Nicht nur immer du. Nur weil du mich hier kennst, kriegst du nicht immer einen Ball. Was? Der hat ihn doch nur angeschossen. Nein, das warst du. Das habe ich genau gesehen. Ich habe aber gesagt, er soll ihn noch anschießen. Spieler, schießt den noch an. Hammer geil. Der eine grätscht ihn um, der andere schießt den Ball weg. Super Aktion. Ach so, ich stehe im Abseits. Pass zurück. Oh. Ja lol, wo hat der denn hingespielt? Der hat ihn angeschossen, sonst wäre der perfekt zu meinem in der Mitte gekommen.
Ja, super. Deine Oma, Alter. Wenigstens wegkloppen. Ja, super. Spring nicht mal hoch zum Kopfball. Ja, sicher. Du, alter Tom Schniedel. Ja, genau. Ich dribbel ihn noch aus und dann kriegt er doch noch den Ball, oder was? Ja, ja. Wie ich das gehört. Ja, aber der... Lass den Ball liegen. LOL. Ach, Bullshit. Ich bin im Abseits. Ich bin im Abseits. Jetzt. Ich finde das voll cool, dass der gar nicht erst zu dir passt. Flanke. Jetzt. Boah, ja, Mann! Geil, Alter, diese geile Dude. Alter, das war immer ein hammergeiles Tor. Alter, wie cool. Das hat er direkt geritten. Da hat er ihn erstmal direkt geritten. Alter, meine geile Flanke war fast perfekt. Und dann BAM, Volley in den Winkel. BAM, Junge, wir machen sie fertig. 3-0. Geiles Spiel. Und so macht FIFA Spaß. Ja, dann kommen auch so geile Tore. Moritz, dein Ball. Ja, ich weiß. Ich bin links außen. Ja, ich weiß. Zu weit links außen. Sorry. Machen wir ein bisschen Pressing hier vorne. Na, super Pressing. So ist es mittlerweile. Ja, 10 Uhr oder so. 10 Uhr? Oh ja. So dann früh wir noch. Battlefield spielen. Ich habe gehört, das vermissen schon einige. Ja, nein, nicht reinmachen. Boah, ich wollte gerade schon springen, ey. Moritz, und weißt du, warum wir noch 2 Tore geschossen haben? Wir, wegen dem Elfmeter, weil wir 1-0 geführt haben und die anderen dann angreifen mussten. Hm. Lol, die haben Eckball? Ich dachte, das war der Spieler, der rausgemacht hat. Ich bin hier wieder am Pfosten, ne? Ja, ja, ich renn ein bisschen raus. Nee, das ist zu weit. Nee, das ist zu weit. Steht direkt neben dem Ball. Nee, das ist zu weit. Achso, ich sollte mal vielleicht... Behinder mich nicht, wenn ich springen muss. Sollte vielleicht mal aus dem Abseits, also hier aus dem Tor rausgehen, dass ich hier... Oha, Alter! Dass es auch Abseits geben kann bei denen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Nö, ja, super. Nö, scheiß auf Abseits. Mach hier keine Sau. Ja, so wie. Geil. Super. Scheiße. Alter, jetzt wollen die uns echt noch einen reinzwirbeln. Jetzt geht auch dran, Junge. Oh. Ich stehe schon extra immer sprungbereiter. Weil ich weiß, die zimmern irgendwann drauf. Ja. Ach, erstmal den Spieler nochmal am Rampen, dann bitte schön. Rechts aus, Moritz. Ja, kriegst du. Hahaha. LOL. Alter, der kann nicht mal an den Kopfball dran gehen. Ich kann den Kopfball nicht angehen. Ja, aber dafür hat er gerade ein Tor geschossen, also vergeben wir ihm ja, das zweite Mal noch. Danach wird er gefeuert. Meiner T-Bag erstmal so ein bisschen im Boden. Komm schon, Junge, komm schon! Ja, geil! Lol. Alter, du musst so lupfen. Aber nein. Da ist der, der das zweite Tor gemacht hat, Baldwin. Ja, genau. Tick den Ball einfach an. Deine Mom, ey. Ja, sicher. Dass er den nicht festhält. Ich stand genau drauf, er hätte nur festhalten müssen. Aber da ist meiner nicht geskillt genug zu, meine ich. Weißt du, unser Stürmer hat kein Tor gemacht, dieser Ellington. Ja, der ist ja auch klein. Ey, ich habe einen Elfmeter gemacht, ja? Ja. Und ich habe 2 Tore vorbereitet, ja? Das hätte ich auch mit dem Torwart machen können. Ja, aber du hast keine 2 Tore vorbereitet. Nee. Aber du kannst keine Tore schießen, du kannst nur vorbereiten, weißt du? So, und jetzt sprinte mal ein bisschen. Beweis mir das. Ja! Das ist ein Foul, Junge. Der hat einfach seinen Körper da reingestellt. Nein, das ist immer Körper. Ja, aber nicht, wenn der andere. Einsatz. Wenn er sich einfach da reinstellt und der andere aufläuft. Ja, dann bist du aufgelaufen. Hätten wir beinahe noch einen Foul kassiert wegen dir. Weil du gegen ihn gegengelaufen bist. Das macht man nicht. Das ist asozial. Schäm dich, Lars. Auf jeden Fall. Wenn wir, wenn wir diese 3 Punkte jetzt rüber retten, steigen wir erstmal eine Liga auf. Ja. Oha, scheiße. Und da brauchen wir nur noch einen Punkt und dann steigen wir sofort auf. Dann gewinnen wir den Titel. Achso. LOL! Stolpert der den Ball erstmal weg.
Ja, so, jetzt gibt dieser geilen Nougat-Schnitte ein. Ja. Och, gib mir doch einen mit, ey. Gibt's doch nicht. Suferi. Ach lol, er ist verletzt, grätscht immer um. Nicht schießen! Lol, der fällt noch fast rein hinten, ey. Ja. Alter, dieser Gartner, der hat eine richtig fette, geile Schusstechnik, muss ich sagen. Ja. Die sollte man öfters schießen. Ja, den sollten wir mal schießen lassen. Ja, geht doch. Aufstieg, Moritz, oder was sagst du? Na, Aufstieg. Ja, unser geiler Verein, FC. Juhu. So, Leute, das hat Spaß gemacht. 3-0 haben wir die Russen in den Arsch gefickt, anal, ohne Gleitgel, ja? Ja, wie sich das gehört. Ja. So, erstmal stärker. Ich war der beste Spieler, habe ich gehört. Mit 9,3 Bewertungen, erfolgreiche PSL-Prozent. Okay, ich habe die ganze Zeit rumgeflankt. Ja, also, hammergeil, ne? Ja, also ich würde mal sagen, haut rein, Leute. Ich habe 61% Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Let's Orakel, Bundesliga-Top-Spiel. Wie viel der Spieltag? 18. Spieltag, Moritz. 18. Spieltag. So, also haut rein. Wissen wir noch nicht. Ciao. Haut rein, Leute.